So, hey Leute, da bin ich mal wieder mit einem kleinen Update-Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich mit meinem Mock schon etwas weitergekommen. Ich habe ja noch so einen netten Baum platziert, ist noch nicht fertig. Der Baum ist auch noch ein bisschen so in der Entwicklungsphase. Ist jetzt mein erster richtiger Baum, den ich mal gebaut habe. Ich finde ihn bis jetzt aber noch ganz nett, also er sieht schon mal ganz gut aus. Dann hier habe ich noch ein bisschen so begrünt. Hier so rumherum. Dann hier, es hat sich sonst weiter nicht so viel getan, wie ihr vielleicht sehen könnt. Er ist etwas auch schon ein bisschen kaputt gegangen. Lag einfach daran, ich habe nicht so viel Zeit gehabt bis jetzt. Hab den Baum jetzt gebaut, so und weiter. Und dann diesen Yeti hingestellt, ja. So, dann kommen wir mal zu meinem richtigen Mock, was ich jetzt auch schon ein bisschen angefangen habe. Wartet kurz. So, dann haben wir hier. Ich habe es jetzt hier schon letztes Mal gebaut. Oh, jetzt ist ja toll, jetzt ist die Kamera so verdreckt von meinen fettigen Händen. Hier haben wir das hier schon mal. Ich habe das schon ein bisschen gebaut. Ja. Ich baue hier so eine Art Berg. Rundherum. Darauf kommt dann die Basis. Der wird so rundartig sein. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich denke mal, es wird ganz nett aussehen. Mal sehen, also so eine Art kleiner Berg. Mal sehen, ob ich das hier jetzt als Vorderseite nehme. Ich denke eher nicht. Ich muss sehen, schauen, ich weiß es nicht, vielleicht, weil, wie gesagt, ist es ja ein bisschen steile Verschwendung, wenn ich jetzt hier alles außenrum bauen würde, dann ich bedenke, ich werde dann eher so machen, dass ich dann so eine Art unfertigen Berg, war so ein Berg, der nur in der Mitte steht, das heißt, ich habe mich jetzt ein bisschen verbaut, das heißt, so ein Berg, der nur hier so rumsteht, ist ja ein bisschen klein. Also der jetzt nicht, sagen wir mal, so endet, weil wenn ich ihn jetzt unvollendet enden lassen würde, wäre es ja nur so ein Ausschnitt von einem größeren Felsen, Berg, Klippe, was auch immer. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so bis jetzt findet. Ja, es ist okay. Ich werde jetzt auch nicht so viele Details auf den Berg legen. Eher auf die Basis, wie immer. Bei meinen Geonosis Mocks habe ich meistens so auch nicht so viele Details auf die Landschaft gelegt, weil ich meistens dann erstens keine Steine mehr hatte. Und zweitens, einfach weil ich auch mal bei diesen Basen meistens auch wichtig die Basis im Mittelpunkt legen will. Und da ich ja, wie ihr vielleicht schon wisst, nicht so der riesige Landschaftsfan bin, ich bin eher so architektonisch, wenn man das sagen kann, mag ich eher so Basen bauen, macht mir wirklich unendlich viel Spaß. Landschaft, dieses ganze Gefummele mit den ganz kleinen Pflanzen, nicht so. Ich bemühe mich aber schon, wie ihr vielleicht in der letzten Basis ging, schon etwas das zu verbessern, weil meine älteren Basen, ja, war es ja nicht so toll. So, das war's dann wieder von mir. Abonnieren, kommentieren, was auch immer ihr wollt. Abonnieren gerne. Daumen hoch und was auch immer. Danke fürs Zusehen. Bitte schreibt mal wirklich in die Kommentare, wie ihr das findet. Und Dankeschön fürs Zusehen.